Moin Moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, heute geht's weiter mit Gaslands. Wie angekündigt gibt's heute die Bewegungsphase. Und ja, ich habe ja gesagt, schon im Überblick, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, das war so ein kurzes, wo ich mal so grob umrissen habe, was da so passiert. Schaut euch das mal an. Und ja, wir gehen heute, wie gesagt, in die Bewegungsphase. Die Aktivierung, die setzt sich ja immer zusammen aus der Bewegungsphase, aus der Angriffsphase und aus der Wipeout-Phase, also Auslöschungsphase, hört sich mal sehr radikal an, dass, deswegen bleiben wir bei Wipeout, wie das gleichnamige Spiel, nicht wahr? Kennt ihr vielleicht auch noch damals von der Playsee, das war echt damals sehr revolutionär, möchte ich mal sagen, und schnell, so für alle Rennsportfreunde, also ich bin eigentlich normal nicht so der Fan davon, aber das fand ich auch ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen, weil das mal was anderes war, aber ja, egal, nicht abschweifen, Movement Step alias Bewegungsphase auf Deutsch, was brauchen wir denn? Wir brauchen natürlich erstmal Auto. Ist klar, da ist der Kollege wieder am Start. So, dann brauchen wir natürlich unser Dashboard für das Auto. Das haben wir hier. Und das legen wir mal kamerawirksam irgendwo hier so unten hin, damit man das so immer im Blickwinkel hat. So, dann brauchen wir natürlich Schablonen. Diverse Schablonen, die legen wir einfach mal jetzt so ganz wir hier an die Seite. Müssen jetzt ja nicht unbedingt alle sein, aber naja, ich glaube, jetzt habe ich hier trotzdem alle genommen. Dann brauchen wir auf alle Fälle erstmal ein W6 und zwar der ist für den aktuellen Gang. Jedes Fahrzeug startet in Gang 1 in der ersten Bewegungsphase. Nicht wahr? So. Tada. So, dann was brauchen wir noch? Wir brauchen dann noch eventuell ein paar W6 für ein, zwei Checks, die wir machen müssen. Das könnte aber auch sein, dass wir die erst in der nächsten Phase brauchen. Aber ich lese sie schon mal an der Seite. Nicht wahr? Man kann es ja nicht früh genug hier haben. Dann brauchen wir auf alle Fälle entweder halt die W6. Jetzt für die Leute, die keine Skid Dice haben. Also sprich die bedruckten Würfel mit den Symbolen für dieses Spiel. Das wären dann, ich suche die mal eben hier aus meinem kleinen Beutel hier raus. So, schwarz und weiß. Ich glaube, schwarz-weiß, diese hier sieht man am besten. So, nehmen wir die. So, unsere Skid Dice. Und dann brauchen wir noch, was brauchen wir denn noch? Jetzt haben wir das, dann haben wir das. Ah, natürlich, Token brauchen wir noch. Die könnt ihr euch, wie gesagt, aus dem Buch auch rausnehmen. Also wie eigentlich alles. Wenn ihr keine Skid Dice habt, habe ich ja schon im ersten Video zu dem Spiel hier gesagt, dann könnt ihr auch die ganz normalen W6 nehmen. Es gibt in dem Regelbuch gibt's eine Tabelle, da steht dann drin, was welches ist. Also quasi, wenn ihr jetzt eine 1 würfelt, dann ist es das und das. Bei einer 2 ist es das und das. Bei einer 3 ist es das und das. Ich krummel hier gerade in meinem Beutel rum, deswegen kann ich da gerade nicht genau nachgucken. Wir brauchen ja, wie gesagt, auf alle Fälle erstmal ein paar Marker hier. So. Und da brauchen wir in erster Linie für das Beispiel jetzt Hazard-Marker. So, zum Beispiel, das sind diese hier, die nehmen wir erstmal hier raus. Aktivierungsmarker haben wir auch. Ammo brauchen wir nicht, das ist ja erst für die Beschussphase, für Spezialwaffen wichtig. So, dann sollten wir jetzt erstmal alles, denke ich mal, soweit am Start haben. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Ordnung, damit wir auch hier das schön zeigen können. Das Ding blendet das sehr. Nein, das kann auch hier oben rechts in die Ecke. Und dann haben wir hier auf alle Fälle genug Platz. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, geht's los. Bewegungsphase. Die Bewegungsphase gliedert sich in mehrere Punkte. Und zwar geht das los. Zu beachten schon mal vorweg. Erst ab dem Unterpunkt 1.7 bewegt sich das Fahrzeug effektiv. Wir gehen jetzt einfach mal die einzelnen Punkte durch. Ich sage dann zu jedem was, aber einmal in der Übersicht. Na, da bleibt doch nicht die Stimme weg. So, als erstes 1.1, also Punkt 1, Punkt 1 ist das, ne? Der erste Punkt. Wir suchen uns eine Schablone aus.
Nicht wahr? Punkt 2, wir platzieren die Schablone. Punkt 3, wir machen einen Skid-Check, das ist mit den Skid-Würfeln. Dann Punkt 4, wir werten aus, was jetzt da an Symbolen geworfen wurde, können dann die Gefahrsymbole, also die Hazards, Light oder Spin, können wir dann verrechnen mit dem Shift. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Wir können entweder hochschalten, runterschalten. Wir können Hazard-Token von dem, also Gefahrmarker, diese hier, von dem Auto abwenden mit Aktionen. Oder wir können die Skid, die Shift-Results irgendwie einfach auch so, wenn wir sie über haben, einfach so abwerfen quasi. So, dann können wir noch, kriegen wir noch was von den Schablonen, das erkläre ich gleich, ne? Wenn man hier, sieht man schon, hier kann man auch Bonus-Shift-Symbole kriegen. Das ist ganz cool. Und das war Punkt 1.6 und dann sind wir. Wo sind wir denn jetzt? Achso, 1.7, genau. 1.7 ist dann der Punkt, wo das Auto wirklich bewegt wird. Da gehen wir aber gleich durch. Dann ist ein Fenster, nennt sich das, für Kollisionen. Also wenn das Fahrzeug irgendwo reingefahren ist, das wird nochmal extra behandelt. Und dann Punkt 1.8 ist Spin. Also dass das Auto sich dreht. Diese Reihenfolge muss dann nach und nach abgegrast werden. Hört sich jetzt verwirrender an, als es ist. Wir gehen das jetzt einfach mal durch. So, wir gucken als erstes jetzt die Bewegungsphase. Der Kollege, der die Pole Position hat, nicht wahr, da gibt es auch hier Marker, freundlicherweise für, bei dem Set, der fängt an. Wir sind jetzt, also jeder Zug fängt an mit Gang 1. Erste Aktivierungsphase ist Gang 1, unser Auto hat Gang 1, sagen wir, der hat auch die Pole Position, dann fangen wir an. So, wir fangen an mit Punkt 1.1, wir suchen uns eine Manöverschablone aus. So, wichtig an der ganzen Geschichte ist, Manöverschablone, wenn man sie berührt hat, muss man sie nehmen. Ne, also legt euch die schön nebeneinander und so. Und dann, wenn er sagt, ich möchte die, nehmt sie einmal in die Hand, dürft ihr sie nicht wieder zurücklegen, dann muss die auch benutzt werden. So, das ist Punkt 1.1. Wir suchen uns eine aus. Dann wird die platziert. Wenn ihr jetzt eine Base habt, dann wird sie halt am Anfang der Base platziert. Bei dem Fahrzeug hier Fahrzeugrumpf, ne? Ihr könnt euch auch, wenn ihr Bock habt, hier unten noch irgendwie das, so zwei kleine Würfelchen dran machen mit Styrodur oder sonst was, dass da oder halt ne, zwei Piekser reinbohren, dass das halt Stopper sind. Ansonsten müsst ihr euch einigen, ob er das dann immer am Reifen anlegt oder Front, also quasi Stoßstange. Wichtig ist, dass die gerade zu dem Fahrzeug ist, jetzt bei der zum Beispiel. Und ja, so, dann haben wir die platziert. Das Auto bewegt sich noch nicht. Wir machen dann, kommen zu Punkt 1, Punkt 3. Und das ist Make a Skid Check, also quasi, ja, Skid übersetze ich jetzt einfach nicht. Ich finde, das hört sich einfach so besser an, weil es Skid Check heißt, ja, Skid bedeutet schleudern, also den Schleuder, die Schleuderprüfung, das hört sich für mich irgendwie so ein bisschen nach einem schlechten Pornofilm an. Aber ja, nicht wahr, deswegen bleiben wir einfach bei Skid Check und Skid Würfeln oder Skid Dice. So, wir nehmen unsere Skid Dice und machen einen Skid Check. So, apropos, Moment, was vergessen. Und zwar dürft ihr, wenn ihr die Schablonen auswählt, nur Schablonen nehmen, wo hier, ich zeige euch das mal etwas näher, wo die Felder schraffiert sind und wo der passende Gang ist, wenn dann der Autofokus das freundlicherweise mal hier fokussieren würde. So, da haben wir es. So, ihr seht, 1 und 2 ist hier permitted, nennt sich das auf Englisch, also ist zulässig. Das heißt, ihr dürft nur in Gang 1 und Gang 2 diese Schablone verwenden, in den anderen Gängen nicht. In Gang 1 und 2 hat das dann auch noch einen positiven Nebeneffekt, und zwar, dass wir dann jeweils ein Schiff dazu kriegen. Aber, ne, wie gesagt, ihr seht, wenn ihr andere Schablonen habt, wie zum Beispiel die hier, die ist nur in Gang 2, 3 und 4 zulässig. Die Long, logisch, ne, da fährt er schnell und schnell fährt man nicht im ersten Gang, da ist nur Gang 5 und 6 zulässig und so weiter und so fort. Also immer merken, nur die Schablonen sind zulässig, auf denen auch die Gänge vermerkt sind. Eigentlich logisch, ne? So, wie gesagt, die haben wir da hingelegt und dann müssen wir einen Skid-Check machen. So, bei dem Skid-Check nehmt ihr Würfel. Wichtig zu wissen ist, dass ihr, wenn ihr nicht wollt, keinen Skid-Würfel würfeln müsst. Also es besteht keine Pflicht, einen Skid-Check, also einen Würfel dafür zu werfen. Erstmal den Fokus wieder richtig machen. Es ist aber halt sinnvoll, finde ich, ne, und macht auch mehr Spaß, Würfel zu würfeln.
um halt irgendwelche Ergebnisse zu kriegen. Wir gucken uns mal die Würfel an und wir sehen, wir haben hier einmal das Shift, das Schalten-Symbol. Das ist auf alle Fälle eine fahrende Sache. Die sind immer gut, merken, Shift toll. Dann haben wir Slide. Slide ist halt, ne, wie das Symbol schon aussagt. Dann haben wir Hazard. Hazard ist immer schlecht. Hazard-Token sollte man vermeiden. Wenn man nämlich das nachher nicht abwenden kann, dann kriegt man einen Hazard-Token. Bei 6 Hazard-Token gibt es eine Wipeout. Erzählen wir aber später mehr zu. So, was hatten wir noch nicht? Jetzt gibt es noch Spin. Und Spin, wenn man das am Ende nicht abgehandelt hat, da kann man dann das Auto drehen. Kann zum Vorteil als zum Nachteil sein, je nachdem, wie man fährt. So, wie gesagt, es gibt kein Minimum an Würfeln, die ihr würfeln müsst. Also, wenn ihr keinen Bock habt, sagt er, nö, will ich nicht. Und dann braucht er auch keinen Würfel zu werfen. So, wir wollen aber Würfel werfen. Und die Maximalzahl, die ihr werfen dürft, die ist hier auf dem Dashboard vermerkt. Und zwar unter Handling. Jedes Fahrzeug hat einen Handling-Wert, wie gesagt. Und daraus ergibt sich, wie viele Würfel ihr würfeln könnt. Der hat 3. Also werfen wir 3 Skid-Dice. Beziehungsweise halt, hätten auch die werfen können, wenn ihr keine Skid-Dice habt, nicht wahr? Dann hättet ihr das auf der Tabelle einmal nachgucken müssen, was das ist. So, und wir haben geworfen 2 Shift und 1 Spin. Das ist auf alle Fälle schon mal ein cooler Wurf, weil Shift ist toll. So, wir gehen davon aus, dass wir gerade ausfahren möchten. Deswegen ist das ein guter Wurf. Das heißt, wir können auch nachher einen Gang hochschalten und müssen uns noch nicht mal drehen. Das erkläre ich euch jetzt. Also, wenn man jetzt geworfen hat, kann man mit Shift Results, also nicht wahr, mit den Shift-Symbolen, kann man andere Sachen negieren. Und zwar kann man, entweder kann man einen Hazard-Token, den man schon auf dem Auto hat, runternehmen. Man kann einen Spin negieren. Man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt noch einen Slide oder einen Hazard-Token hier geworfen hätten, hätten wir den negieren können mit dem Shift, der dafür abgelegt wird. Das hatten wir noch nicht. Also Slide, Spin, Hazard-Token, genau, die können wir runternehmen. Und das funktioniert wie folgt. Ich sag jetzt, ich habe 2 Shifts. So, mit dem Shift kann ich dann sagen, ich möchte einmal, also ja, erstmal gehen wir die Möglichkeiten durch, die wir haben mit einem Shift. Ja, kleiner Sprachfehler. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Man kann mit den Shifts kann man einmal Spin negieren, man kann Slide negieren, man kann Hazard Token, also einen Hazard Wurf hier negieren und man kann Hazard Token, der sich bereits auf dem Fahrzeug befindet, kann man auch negieren. So, das war jetzt nämlich erstmal einmal kurz die Zusammenfassung für mein Gestammel eben, verzeiht das. So, ich möchte jetzt erstmal einen Gang hochschalten, weil höherer Gang ist schon mal eine feine Sache. Dann nehme ich das hier, werfe das ab, schalte einen Gang hoch. Aber das Problem ist, wenn ich einen hochschalte, dann gibt es dafür einen Hazard-Token. Das ist das Problem beim Hoch- und Runterschalten. Da gibt es immer einen Hazard-Token und den legen wir dann hier drauf. Jetzt habe ich noch einen Shift und einen Spin über. Jetzt habe ich die Option, entweder kann ich den Shift nutzen, um den Spin zu negieren. Oder ich kann zum Beispiel den Shift nutzen, um den Hazard-Token wieder von meinem Dashboard runterzunehmen. Oder ich kann den Shift nutzen, um noch einen Gang hochzuschalten und somit dann in Gang 2 und 3 das Fahrzeug nochmal bewegen zu dürfen. Weil man kann ein Fahrzeug halt immer in dem aktuellen Gang bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Gänge hochschalten würde, könnte ich in der Aktivierungsphase für Gang 2 und in der Aktivierungsphase für Gang 3 das Fahrzeug nochmal bewegen. Das ist gerade, wenn man auf Geschwindigkeit aus ist, eine feine Sache. Ja, ist jetzt die Frage. Aber ich würde sagen, ich möchte jetzt erstmal ein Stück geradeaus fahren. Hab einmal geschaltet, ist okay. Hazard Tokens darf ich nachher 6 bis 6 haben. Ich kann die auch wann anders negieren. Ich möchte jetzt aber mein Fahrzeug nicht drehen. Das heißt, ich negiere mit dem Shift den Spin. Und dann sind meine Würfel weg. Wenn euch ein Würfelwurf gar nicht gefällt, dann dürft ihr den nochmal würfeln. Einmal. Nennt sich Push It. Und wenn man den pushen will, dann kann man eine beliebige Anzahl von den geworfenen Würfeln nochmal würfeln. Kriegt dafür aber einen Hazard Token. Also Vorsicht, ne? Das ist immer so eine Sache. So. Jetzt haben wir auf alle Fälle die Geschichte hintereinander. Das heißt, wir gucken mal wieder auf unsere lustige Tabelle, wo wir hier jetzt sind beim Movement Step. Und zwar haben wir erledigt
Schablone aussuchen, Schablone legen, Skid-Dice machen, die verschiedenen Results machen. Wir haben uns dafür entschieden, einen Gang hochzuschalten, Hazard-Token zu kriegen, den Spin mit dem Shift zu negieren. So, dann wäre jetzt Zeit, wenn jetzt noch was liegen geblieben wäre. Zum Beispiel ein Slide oder ein Spin. Die verursachen auch Hazard-Token. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen übergehabt hätten, dann hätten wir noch einen gekriegt. Haben wir aber nicht. So, dann kriegen wir jetzt, das hatte ich ja eben gesagt, bei Punkt 1.6 kriegen wir jetzt nochmal den Bonus oder den Malus, je nachdem, wo was passiert, von der Schablone. Und die Schablone sagt, wir haben in Gang 1 haben wir die Schablone gelegt. Das heißt, in 1 gibt es noch ein Shift dazu. Das kriegen wir jetzt. Das ist total super. Das können wir noch hier jetzt verbraten und dann sagen wir, das Shift nehmen wir noch, um den Hazard-Token wieder runterzunehmen. Dann sind wir den auch los, haben einen Gang geschaltet, können geradeaus fahren und haben keinen Hazard-Token. Das ist nämlich eine feine Sache. So, und dann kommt endlich Punkt 1.7 und da wird das Auto dann wirklich bewegt. Entlang der Schablone, wie man das kennt, wird Center aufgestellt. Hier auch wieder wichtig, einigt euch vorher mit dem Mitspieler, ob Kontakt mit den Reifen oder halt Ende Stoßstange das Auto platziert werden soll, weil sonst gibt das ja nur nachher nur Gemecker, weil ne, mal passt einem, wenn hier noch ein Hindernis im Weg wäre oder so, dass es so ist, dann fährt man kürzer, wenn man schnell vorkommen will, macht man das so, also klärt das vorher, wo wirklich die Schablone dann angelegt wird, ist auf alle Fälle besser. So, ja, hätten wir jetzt noch den Spin gehabt, das als kleine Info nebenbei, dann hätten wir das Fahrzeug jetzt nochmal drehen können, um bis zu 90 Grad. Das kann man natürlich nutzen, wenn man irgendwo rumsliden will oder sonst also rumeiern will. Slide ist ja schon wieder eine eigene Aktion. Um eine Ecke fahren will, also quasi die Richtung des Fahrzeugs ändern will. Wollen wir aber nicht. Wir wollen geradeaus fahren, haben wir gesagt. So, fertig. Dann ist unser Movement Step in diesem Moment vorbei. Wäre jetzt noch eine Kollision passiert, dann wäre das jetzt auch abgehandelt worden noch zwischendurch. Aber das ist nicht der Fall. Es liegt kein Gelände da und so weiter und so fort. Deswegen ist das jetzt erstmal der Schritt für dieses Auto durch. Jetzt kommt der nächste Gegner und der wird dann auch in Gang 1 ein Auto aktivieren. Dann bin ich wieder dran, hätte ich noch ein Auto in Gang 2, in Gang 1, hätte ich das wieder aktiviert. Wenn alle aktiviert wurden, dann geht es in diesem Zug weiter mit Gang 2. Und der Witz an der Sache ist, in Gang 2 dürften wir das Auto jetzt auch schon wieder aktivieren, weil wir ja eben hochgeschaltet haben. Hätten wir eben nicht geschaltet, sondern wären nur geradeaus gefahren, dann hätten wir auf alle Fälle jetzt in die Röhre geguckt und das Auto wird stehen bleiben. Deswegen schalten ist schon ganz cool. Ja, das war jetzt erstmal der Standardbewegung, der Bewegungsschritt, die Standardbewegungsphase. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. So, dann nochmal grob erklärt die Geschichte Slide und Spin. Wenn wir jetzt nach der Bewegungsphase noch einen Spin gehabt hätten, dann, wo ist er denn? Weg ist er. So, ein Spin-Result über, dann hätten wir A, einen Hazard-Token gekriegt und B, hätten wir dann das Fahrzeug, da zeige ich mal kurz, wie das aussieht. Und zwar sieht man das hier oben schön. Passt das? Ja. Hier sieht man das bis zu 90 Grad drehen, aber nicht über 90 Grad. So, das heißt, wir hätten jetzt einen Spin gehabt. Und sagen, wir wollen jetzt sowieso rechts rumfahren. Erstmal gibt es einen Hazard-Token für den Spin. Und dann sagen wir, ja, wir wollen jetzt so 45 Grad abbiegen. Dann drehen wir den 45 Grad um die eigene Achse, um den Mittelpunkt. Nicht wahr? So, fertig. Aber es gab halt einen Hazard-Token. Hätten wir jetzt noch zwei Spins über gehabt, die wir nicht hätten negieren können oder wollen, hätten wir aber nur einmal das Gerät spinnen dürfen, hätten aber dafür noch einen zweiten Hazard-Token gekriegt. Also da immer Obacht, was man überbehält und was nicht. Das ist relativ gefährlich. So, dann haben wir noch, was ihr auch schon gesehen habt, ist Slide. Slide gibt auch einen Hazard-Token. Also, oh, ja, hier muss ich mal gucken, ob ich da nicht noch was bastel, dass das nicht so da drauf rumrutscht. So, sagen wir, wir haben noch einen Slide über. Und zwar wird das dann, wenn das Fahrzeug bewegt wird, da müssen wir uns jetzt mal was basteln, und zwar nehmen wir aus ansehnlichen Gründen, nehmen wir hier die Schablone Haarnadel, also Hairpin,
Und da will er halt hier um die Kurve heizen. Ja, um die Kurve heizen ist immer so ein bisschen ätzend. Ihr seht auch schon, wenn er das in Gang 3 macht, das Manöver, dann gibt es auf alle Fälle einen extra Hazard-Token von der Schablone. So, ihr habt jetzt einen Slide, den ihr noch nicht negiert habt. Und kommt dazu, das Auto zu bewegen. Dann gibt es hier diese schöne Slide-Schablone, schwieriges Wort. Und die hat hier eine Aussparung, also so ein Dreieck, ne? Und hier ist eine Aussparung, so eine Kerbe. Da legt man die dann rein. Dann wird das Fahrzeug bewegt entlang der Schablone, ne? Wie man das schon kennt. So lange, bis man dann halt mittig zu der Einkerbung ist. Und dann wird das Fahrzeug nach außen bewegt. So. Und das ist dann die Position mit Slide. Also, es gab einen Hazard-Token und das Auto ist aus der Kurve rausgerutscht, sage ich mal, geschleudert, ne? So, das ist Spin. Das funktioniert mit den anderen Schablonen genauso. Ihr seht, die haben immer hier so eine Einkerbung. Das heißt, bei dieser Schablone wäre es so, wenn der slidet, dass der nicht ansatzweise hier hinten rauskommt, sondern hier bis hier fahren würde und dann hier rausslidet, dann wird das Auto wieder mittig und bündig an die Schablone angestellt und dann steht's auf Position. Ja, das ist immer so ein bisschen was, wo man mit rechnen muss. Wenn man das gut kann, kann man so das wie bei X-Wing, sag ich mal, mit einer Fassrolle das gut gestalten, dass man aus der Nummer rauskommt, wenn hier zum Beispiel Hindernis oder so wäre. Aber man muss auch aufpassen, wenn man das nicht so richtig auf dem Kasten hat, kann es genauso gut passieren, dass man in Hindernisse reinfährt. Und das ist dann natürlich so ein bisschen blöd. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie sowas funktioniert. Wenn man nämlich in Hindernis reinfährt, das nennt sich dann Collusion, also Kollision auf Deutsch. Und das ist auch nochmal auf alle Fälle eine Erwähnung wert, weil da gibt es dann auch Aktionen, die man ausführen kann. Ja, Kollisionen können mit Gegenständen oder mit anderen Fahrzeugen sein. Sagen wir mal, hier hat ein Imperialer einfach mal so ganz unvorsichtig eine Räumschaufel liegen lassen von seinem lieben Russ. Und wir kommen hier angemetert und heizen hier rum und stellen fest, verdammte Axt, wir wollen hierher fahren und die Schablone überschneidet sich damit. Das ist dann folgende Situation, und zwar ist das dann eine Kollision mit einem Hindernis. Und ja, wir legen die Schablone, also sagen wir mal so wäre das, ich hoffe, ihr seht das, legen die Schablone so hin, wie es wäre, bewegen das Auto dann anhand der entlang der Schablone auch so in der Fahrtrichtung, bis wir das Hindernis dann berühren. Und dann gilt die Bewegung als unterbrochen. Nicht wahr? Das ist einfach so in der Standardbewegung. Es kann uns aber auch passieren, dass wir zum Beispiel eine Slide-Bewegung haben. So würden wir da dran vorbeikommen. Es war so geplant, dass wir hier dran vorbeifahren, ganz easy. Hatten dann aber das Problem, dass wir irgendwie einen Slide nicht negieren konnten. So, da haben wir den Salat. Dann funktioniert das so, dass das Fahrzeug hier wieder bis zu der Einkerbung fährt. Und dann rausslidet und klar, der knallt dann voll mit der Seite hier in das Hindernis. Auch das zählt dann als unterbrochenes Manöver und ja, nicht wahr, verursacht auch eine Kollision, einen Zusammenstoß. Ich habe es heute mit dem Wort. Ja, das geht natürlich. Es gibt auch Hindernisse, die man platt fahren kann. Dann wird das ein bisschen anders geregelt, aber wir gehen jetzt nicht auf jedes Mini-Detail hier ein. Das ist halt nur mal so die Grundzüge, wie gesagt, wie man das spielt. Ihr sollt euch ja auch noch selber die Regeln kaufen, nicht wahr, damit das Spiel weiter nach vorne kommt. Ja, auf alle Fälle, das kann natürlich auch passieren. Was aber auch passieren kann, dass ihr einen Slide habt, dass ihr aber den Slide nach dem Hindernis habt, zum Beispiel so. Das heißt, wir würden hier loslegen. Theoretisch würde man jetzt ja hier und dann sliden. Ist aber nicht. Man fährt dann hier POC quasi hier vor und dann ist da ist die Fahrt da schon unterbrochen und es gibt eine Kollision. Und es kommt erst gar nicht zu dem Slide. Also das wird dann gar nicht abgehandelt, weil vorher schon davor genagelt, ne? Da passiert nichts, ist ja logisch. So, was haben wir denn noch? Ja, wir haben dann natürlich nicht nur auch die Möglichkeit, mit Gegenständen zu kollidieren, sondern es kann ja auch mal vorkommen, dass da so ein Kollege hier, nicht wahr, unser kleiner Blue Weenie oder was, der steht hier so dumm in der Landschaft rum oder kommt hier so angefahren und ja, wir wollen hier um die Ecke oder kommen hier um die Ecke geheizt. Und nagel ihm hier erstmal voll in die Seite. Zack. So. Das ist natürlich auch dann unterbrochen. Und dann geht er sofort los. Da wird dann die Position bestimmt. Also es wird immer, jede Kollision hat auch eine bestimmte
Positionen, die halt die Fahrzeuge einnehmen bei der Kollision. Also die Orientierung, wie die Fahrzeuge stehen und der Winkel. Und ja, es gibt einmal Head-to-Head, also frontal quasi. Dann gibt es die T-Bones, das ist, wenn man hier so in eine Seite reinknallt, ne, wie so T. Dann gibt es die Side-Wipes, das ist, wenn man hier so, ne, so oder reinknallt. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn man hier aus der Kurve geschossen kommt und aus der Kurve fliegt wegen einem Slide und Kabouts, dann sitzt man da drin. Das gibt es natürlich noch. Dann gibt es Tailgates, zum Beispiel, wenn man irgendwie, wenn einer rückwärts fährt oder so, es geht ja auch, dass man dann ineinander reinnagelt. Ja, man kann auch die Ecken nur touchieren, das wird dann auch extra ausgeführt, wie das funktioniert. Und ja, wenn das dann soweit kommt, dann muss sowohl der, in dem reingefahren wurde, also das Opfer, als auch der Täter, sag ich mal, der Verursacher, muss dann eine Reaktion auf die Kollision ansagen. Und da gibt's da die Evade, also das Ausweichen. Das kennen wir schon zum Beispiel von X-Wing, ne? Wenn man dann einfach so elegant sich aus der Affäre schleichen will. Also Ausweichen oder Smash Attack. Und ja, wenn man in Hindernisse reinfährt, dann erklärt auf alle Fälle das Hindernis immer eine Smash Attack. Das heißt, da kommt man nicht so gut raus aus der Nummer. Man kann, wenn der Gegner hier reinfährt, der kann sich das dann halt, also ne, wenn der Gegner Opfer der Kollision ist, der kann sich das dann halt aussuchen, was er haben möchte. Und der kann dann auch Ausweichen sagen zum Beispiel. Dann gibt es für beide nur ein Hazard-Token und das andere ist dann glimpflich ausgegangen, weil die dann halt so weit ausgewichen sind. Ja, wie gesagt, die Gegenstände, die sind immer böse und die hauen immer eine Smash-Attack automatisch raus. Und zwar so, als wäre man frontal reingeknallt. Und da geht es dann mit Gear 0 übrigens. Und da gibt es dann halt Hindernisse, die auch eine Gewichtsklasse haben, weil die Gewichtsklasse spielt hier auch eine Rolle. Nachher, um die Würfel zu ermitteln, die Gegenstände muss man dann so ein bisschen nach gesundem Menschenverstand, sage ich mal, auseinanderfuckeln. Es gibt dann halt so mittelgewichtige Sachen, zum Beispiel wie Ölfässer oder kleine Barrieren oder sowas oder Laternenpfosten. Das ist dann Middleweight und dann gibt es dann halt so richtig brutale Sachen wie zum Beispiel Gebäude oder halt feste Steinbarrikaden, Mauern oder auch Felsen, was auch immer sich so im Wasteland da so befindet, ne? Die zählen dann als Heavyweight. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie gesagt, wenn beide Evade nehmen, gibt es einfach nur ein Hazard-Token für jeden und dann sind wir aus der Nummer raus. Aber Smash Attack ist natürlich viel interessanter und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Smash Attack an. Die Smash Attack ist eine Sonderform von Attacke, die hat jetzt nichts mit Schussattacke oder so zu tun. Die kann auch nur gewählt werden und benutzt werden, wenn es zu einer Kollision gekommen ist. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht in der Schussphase oder so einen Schwachsinn das machen. Das geht nicht. Die Kollisionen, die sollten abgehandelt werden, sobald sie eintreffen oder eintreten. Es gibt allerdings auch in den verschiedenen Steps, gibt es halt diese Fenster dafür, diese Zeitfenster. Und das sehen wir zum Beispiel hier, nicht wahr? Da steht dann immer Collusion Window. Das heißt, da wird das dann ja, dazwischen geschoben, könnte man so sagen. Und dann wird das halt abgehandelt. So, wir wollten jetzt aber Smash Attacken, weil wir natürlich da ein bisschen, ne, was auf die Schnauze wollen. So, wenn beide sich für Smash Attack entscheiden, dann ist das so, dass beide sich als Attacker sehen, auch dem reingefahren wurde. Und dementsprechend werden dann auch die Würfel ermittelt. Die Würfel werden ermittelt und zwar ist das auch je nach Position unterschiedlich. Wenn man eine Frontalkollision hat, dann ist es der aktuelle Gang des Angreifers plus der aktuelle Gang des Verteidigers, also quasi der hier fährt rein, ist in Gang 2, der hier, dem wurde reingefahren, der ist Gang 1, 3 Würfel, aber keine Skid-Dice, sondern W6. So, dann gibt es T-Bone, das ist einfach nur des Angreifers, T-Bone hat man gesagt, so, er fährt ihm an der Seite, das ist lediglich die Anzahl, also die Höhe des aktuellen Ganges des Angreifers. Dann haben wir noch Tailgate, das wäre dann halt rückwärts reingedödelt, puff. So, und das ist der Angriff, also der aktuelle Gang des Angreifers minus den Gang des Verteidigers. Das heißt, ich habe 2, bin dem reingefahren, er ist auf ein, hat Gang 1, das heißt, ich muss einen wieder abziehen, dann habe ich einen popligen Würfel zum Angreifen. Aber es gibt, wie gesagt, die Gewichtsklasse, die ist hier auf den Dashboards immer vermerkt für jedes Fahrzeug. Und
da können wir dann das noch so ein bisschen modifizieren. Und das ist ganz cool. Je schwerer, desto besser bei der Kollision. Wer hätte das gedacht? Beim Crash ist klar, wenn irgendwie ein dicker SUV in einen kleinen Panda oder Punto oder sonst was irgendwo reinnagelt, dann ist das natürlich schon so ein bisschen fiesig. Deswegen eine Gewichtsklasse schwerer, also quasi Lightweight auf Middleweight, also Leichtgewicht auf Mittelgewicht, zwei Würfel mehr. Wenn das Fahrzeug, was da rein scheppert, sogar zwei Klassen höher ist, also quasi das ist ein Lightweight angenommen und das wäre ein Heavyweight, ist es jetzt nicht, dann gäbe es sogar vier Würfel dazu, dann wären wir schon bei fünf und ihr seht, das wird schon ganz lustig. Andererseits, wenn ihr leichter seid und in ein schwereres Fahrzeug reinfahrt, eine Gewichtsklasse leichter, einen Würfel weniger, wären wir nur noch bei einem. Und zwei Klassen weniger, wären wir bei minus 2. Gang 2, minus 2 ist 0 und 0 ist nichts, nicht wahr? Ja, doof. Also am besten auch mal aufpassen, wenn das irgendwie eine geplante Kollision war, dann solltet ihr da auch mal schauen, wie er das am besten macht. Jo, so, wir haben jetzt gesagt, wir sind eben jetzt hier reingeheizt. K auf K haben beide den aktuellen, also er hat aktuellen Gang 1, er hat aktuellen Gang 2. So, wir haben hier Mittelgewicht und der hat auch Mittelgewicht. Das heißt, wir sind ihm in die Seite gefahren und wenn wir ihm in die Seite gefahren sind, dann ist es nur der aktuelle Gang des Angreifers. Das heißt, wir werfen zwei Würfel. Diese zwei Würfel, mit denen müssen wir 4 plus erreichen, das heißt 4 oder höher, um einen Hit, also einen Treffer zu kriegen. Alles darunter, also 1, 2, 3, ist puff. Das verpufft einfach so. Des Weiteren ist 6 ist ein Critical Hit, also ein kritischer Treffer. Und der zählt automatisch für 2. Also ja, ne, am besten 6 werfen. So, dann werfen wir einfach mal die Würfelchens. So, wir würfeln eine 2 und würfeln eine 5. Das heißt, der verpufft, da passiert überhaupt nichts mit. Das hat der Airbag gefressen. Hier ist eine 5, das heißt ein Hit. So, jetzt möchte er natürlich sich verteidigen. Und da hat er auch die Chance zu, freundlicherweise. Und das funktioniert wie folgt. Auch hier schauen wir wieder auf den auf den aktuellen Gang. Da haben wir jetzt kein Dashboard für den, aber der war in Gang 1, haben wir gesagt. Und in Gang 1 darf er einen ganzen Würfel würfeln, weil der Verteidigungswürfel, die Anzahl der Verteidigungswürfel fällt immer genauso hoch aus wie der aktuelle Gang. Also ihr seht, im höheren Gang zu sein, ist eigentlich fast immer gut. Es gibt natürlich Manöver, die kann man in höheren Gängen nicht machen, weil, nicht wahr, wer fährt schon irgendwie im sechsten Gang irgendwie so, was in dieser lustige Hairpin, wo habe ich den in den da. Ne, zum Beispiel, der geht nur in Gang 1, 2, 3. Und in 3 ist er schon gefährlich, aber naja, generell hat man halt ziemlich viele Vorteile, wenn man im höheren Gang ist. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir würfeln, und zwar würfeln wir auf 6 plus, wie gesagt, müssen wir kommen, um den abzuwehren, den Hit. Wir würfeln die Anti-6, die 1, das heißt, er kriegt einen Schaden. Wäre das eine 6 gewesen, hätte er sogar 2 gekriegt, so kriegt er einen Schaden, kann nichts negieren. Den Schaden, den nimmt er sich auf seine Hülle. So, wir nehmen hier mal das zweite Dashboard für ihn dabei, nicht wahr? Der ist dann hier in... Na komm her, du. Ist hier in Gang 1, hatten wir gesagt. Und er kriegt jetzt hier sofort einen Schaden reingedrückt. Und diesen Schaden, der würde dann hier auf seiner Karte... Oh, das blendet aber geil. Auf seiner... Ja, draußen scheint die Sonne, erstaunlicherweise. Auf seiner Hülle abgekreuzt, ne? Also das heißt, er hätte dann nicht mehr 2, 4, 6, 8, 10, sondern nur noch 9 Punkte auf der Hülle. So, das wäre die Geschichte. Ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? So, das war das. Jetzt gibt es aber noch Hazard Tokens für alle, weil, ne, ist ja so, wenn beide in der Kollision eine Smash Attack gewählt haben, also er dürfte jetzt natürlich noch zurück angreifen, das könnten wir eigentlich auch mal eben durchexerzieren, weil das hatten wir jetzt ja noch nicht. Er entscheidet sich auch für eine Smash Attack, ist in Gear 1, nicht wahr? Ist ein T-Bone auch für ihn. So, das heißt, er darf auch einen einzigen Würfel nur würfeln, wegen aktuellem Gang 1 bei ihm. Er würfelt eine 1 und es passiert nichts. Also kein Schaden und nichts. Jetzt geht's an die Hazard Tokens. Beide haben gesagt, wir möchten das Smash Attack. Und wenn man garstig ist, dann wird's auch garstig. Dann kriegen nämlich alle Beteiligten, also ne, beide, die Smash Attack geklärt haben, kriegen 2 Hazard Tokens. Ette hier ist dann schon bei 2, nur durch eine Kollision. Er wäre schon bei 3, der andere Wagen hier, der Schwatte, und hätte auch schon somit die Hälfte an Hazard-Tokens auf der Karte, die er haben darf. Und ja, da sollte man dann schon mal so ein bisschen aufpassen in der nächsten Runde, was dann so passiert. Er hätte jetzt nur
Also hätten beide Blödsinn, hätten beide jetzt Evade gesagt, also ausweichen, dann wäre ja die ganze, wäre das nicht so eskaliert, dann hätte jedes Fahrzeug noch einen Hazard-Token bekommen automatisch. Aber sobald einer oder beide erklären, sie möchten Smash Attack machen, gibt es sofort zwei Hazard-Token. Ja, und das ist natürlich dann schon so eine lustige Sache. Ja, ihr seht, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es ist im Buch noch ein bisschen detaillierter erklärt, irgendwie mit der unveränderten und veränderten endgültigen Position. Wichtig zu sehen ist halt nur, dass das Auto wirklich nach den ganzen Schritten erst wirklich bei 1.7 bewegt wird und alles andere vorher abgehandelt wird. Wir können das, gucken uns das hier nochmal eben kurz an. Nicht wahr? Also Manöverschablone auswählen. Wichtig dabei, wenn man es angefasst hat, muss man es auch nehmen. Dann wird sie platziert, dann wird geskitcheckt, das heißt die Würfel, was aber freiwillig ist. Es gibt kein Minimum, hatten wir gesagt. Dann wird in der festen Reihenfolge, das ist auch wichtig, werden die Sachen abgehandelt. Und zwar erst nimmt man seine Shift Results und dafür kann man dann irgendwie halt einen Hazard, einen Slide oder einen Spin können wir dafür negieren. Dann können wir uns halt irgendwie danach entscheiden, ob wir hoch oder runter schalten wollen. Das ist auch als optional, müsst ihr nicht machen. Dann können wir zum Beispiel, wenn wir jetzt hier noch einen Shift hätten, dürften wir einen Hazard-Token vom Auto runternehmen und den Shift dafür ablegen. Das wäre dann möglich. Danach können wir die Hazards, die Shifts einfach, die wir über haben, können wir weglegen. Dann gibt es die Resultate, die es noch hier von den Schablonen gibt. Zum Beispiel hier wäre das noch ein Hazard-Token extra oder ein Hazard-Symbol extra. Und erst dann wird wirklich das Auto bewegt. Dann ist Fenster für Kollision, nicht wahr? Hatten wir eben erzählt. Dann nach der Kollision wird noch gespinnt. Also ne, aufpassen mit der Reihenfolge. Aber das habt ihr auch auf diesen Quick-Reference-Zettel. Das gibt es alles schön übersichtlich, damit man das nochmal zur Hand hat. Und danach ist nochmal ein Collision-Window, also eine Möglichkeit, dass das nochmal irgendwo reingeknallt wird. Wie gesagt, wenn man in Gegenstände fährt, die machen immer eine Smash Attack mit Frontalkollision und Gang 0. Ja, und ansonsten würde ich sagen, haben wir den Bewegungsschritt soweit durch. Es gibt dann noch diverse Oberflächen, die das alles so ein bisschen ändern, was man da machen kann. Zum Beispiel es gibt raue Oberflächen, also rough, da kriegt man dann am Ende des Zuges, wenn die Bewegung da endet, dann gibt es irgendwie ein Hazard-Token extra, dann gibt es tückisches Gelände. Wenn man da seine Bewegung beendet, dann gibt es zwei Hazard-Tokens am Ende von der Bewegungsphase und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt zerstörbare Hindernisse, es gibt feste Hindernisse, die man nicht zerstören kann, es gibt sogar explosive Hindernisse, die dann eine Explosionsattacke auslösen, das kann man aber alles festlegen. Und ja, wie gesagt, Pole Position, um nochmal ganz zum Anfang zu springen, das wird meistens im Szenario dann gesagt, oder ihr einigt euch drauf oder würfelt es aus oder was auch immer. Ja, und dann, wenn man das dann durch hat mit allen Fahrzeugen, dann kommt halt ne, in dem Gang, dann kommt der nächste Gang. Aber vorher kommt halt noch die Daka-Daka-Phase und die Wipeout-Phase. Ja, und das war jetzt erstmal die Bewegung. Das war zwar ein bisschen verwirrt, aber ihr kennt mich ja. Ich hoffe, ihr seid da auch so durchgestiegen. Ansonsten, so schwer ist das gar nicht. Ja, nicht wahr? Ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was vergessen habe. Aber das sollte soweit gewesen sein. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch helfen, ein bisschen da so grob einen Überblick zu kriegen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann zum Thema Gaslands mit der Dakar-Phase, also mit der Angriffsphase. Die ist auch nicht so schwer. Und ja, ich bin erstmal raus. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Macht's gut. Ciao, ciao.